Und dann, Leute, ich bin's wieder, euer Mais. Stellt sich auch noch am Rumrennen. Wir sind beim zweiten Teil der Roomtour angekommen. Jetzt geht's hier nicht mehr um die Vitrinen, sondern es geht jetzt einmal hier um diesen großen, großen Schrank und um den Arbeitsplatz. Nein, wir fangen mal direkt an damit. Steht sich da wieder im Hintergrund diesmal. Darf man fast nichts schaffen, aus dem Schreibtisch später wegkommen. Dann schauen wir mal an. Dann drehen wir mal die Kriege rum. Wir fangen an. Ja, so. Wir haben hier einen blauen Game Boy Pocket in einem großen Rahmen zusammen mit der Pokémon blauen Edition. Ich habe das Ganze jetzt getrieben, weil ich da einfach meinen Spaß dran finde. Und ich werde auch gleich euch im Gesamten zeigen, wie das aussieht. Ich habe nicht nur natürlich den blauen Pocket und blaue Edition, sondern roter Game Boy, rote Edition und natürlich noch weiß nicht lang gelb und gelb. Also ich zeige es euch mal von da hinten. Das ist ein bisschen versteht. Es sieht einfach super, super geil aus, dieses Retro-Design in diesem IKEA-Rahmen. Ja, ich muss auch hier wieder das Easter Egg von der IKEA einbauen. Nein, gut, dann haben wir hier einmal den großen Gerald von The Witcher 3. Ich habe das ganze Ding nicht abgeschnitten, der ist tatsächlich so. Was ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Deswegen hängt er da so. So grimmig. Ich stehe auf diese Kamera. So, jetzt kommen wir mal. Fangen wir hier links, rechts, links, rechts. Rechts. Stehst du vor? Wir fangen links an. Hier links, ihr seht schon, das ist nicht gerade ohne. Kommen wir mal raus. So, machen wir das mal dorthin. So, wir haben hier meine. So, rutsch mal nach hinten. Muss ich mal überlegen. Hier haben wir natürlich meine Xbox Classic Games und meine 360 Games. Ich zeig's euch jetzt nochmal. Also wir haben hier hinten zum Beispiel Splinter Cell, was mich nie interessiert hat, habe ich einfach billig jetzt auf dem Flohmarkt organisiert. Dann hier Tony Hawk's Pro Skater 3, wie in einem Vlog schon angesprochen, ewig viele Spielstunden, das ist tatsächlich das Spiel noch dazu. Dann haben wir Tony Hawk's Pro Skater 4, Underground, Underground 2 und Wasteland. Ich wollte unbedingt die Reihe fertig machen. Da haben wir Ender the Matrix. Dann haben wir noch ein paar Spiele, die ich mit einer Xbox zusammengekriegt habe. GoldenEye, Unreal 2, was haben wir noch? Need for Speed Underground 1 und 2, Madden NHL 2005. Ein paar Spiele, wie gesagt, die ich früher gespielt habe. Dann Midnight Club 3 Dub Edition habe ich komplett durchgespielt, zum Beispiel Doom und sowas. Alles oder nichts habe ich auch durchgespielt, aber auf der PS3. So, jetzt machen wir mal hier Xbox 360. Dann hier auf jeden Fall, ganz wichtig, GTA 5. Was haben wir hier noch? Nike Plus Training. Das haben wir Need for Speed Carbon. Skate. Was haben wir noch? Eden. MP3. RPG. Also nicht RPG, sondern PGR. Saints Row 1. Einer meiner Lieblingsspiele. Tom Clancy. Gears of War 1 bis 3. Was haben wir hier noch? Fable 2. Und Banjo-Kazooie. Nuts and Bowls. Dann und natürlich ganz zum Schluss die Halo-Reihe nochmal. Inklusive Halo 1 Anniversary. Halo 2 müsste auch noch da. Da ist Halo 2, 1 und 2. So. Das war jetzt Schublade Nummer 1. Jetzt gehen wir in die Schublade Nummer 2 über. Hier sieht ein bisschen weniger. Fangen wir hier doch mal direkt an mit den Xbox One Games. Darunter zu finden ist natürlich Black Flag, wie ihr schon im ersten Teil der Roomstore gesehen habe, dann Battlefield 4, Ghosts, Dead Rising 3, was ich angefangen habe, Dying Light, original verpackt noch, Fighter Within, Forza Horizon 2, was ein grandios geiles Spiel ist, Madden 25, Metal Gear Solid, dann Plants vs. Zombie Rise, Sunset Overdrive, wo ich die Xbox dazu auch hatte, aber verkauft habe, und Titanfall nochmal, was ihr nochmal sehen werdet. Dann kommen wir jetzt hier zum paar DS-Spiele, das sind meistens noch Kinderspiele. Hannah Montana Kochkurs. Harvest Moon DS habe ich natürlich auch wieder sau viel gespielt. Polar Rampage, Peter Pan's Playground, Need for Speed Undercover, Super Mario 64 DS habe ich komplett durchgespielt zum Beispiel. Yoshi's Touch and Go habe ich durchgespielt, Mario Party habe ich durchgespielt. Dann Dr. Kawashiwas Gehirnjogging und mehr Gehirnjogging. Assassin's Creed natürlich, weil ich ein Fan davon bin. Call of Duty, was echt bekloppt ist auf dem DS, weil es absolut blöd ist. Modern Warfare, Mobilized, Sims 2. Also ihr seht ein paar Spiele, die echt unnütze sind.
Dann zum Beispiel Führerschein Coach 2008, das ist wirklich ein Witz. Dann English Training, Skated. Skated macht einen Haufen Spaß. Hat auch der etwas andere, der hat auch schon gespielt, finde ich. Dann hier die zwei Zelda-Spiele, Spirit Tracks und Phantom Hourglass, wobei ich Phantom Hourglass durchgespielt habe. Dann Call of Duty Black Ops, was auch wirklich unnütz ist. Guitar Hero On Tour Modern Hits, hatte keinen Controller mit dabei. Dann Practice English, Pokémon Mystery Dungeon. Darauf habe ich mich eigentlich gefreut, dass es mir geholt hat, aber habe es bis heute noch nicht gespielt. Dann Most Wanted, Zoo Tycoon DS, The Herbs, Pokémon Platinum, mal wieder ein Pokémon-Spiel, Mario Kart, habe ich auch durchgespielt. Dann Valentine's Day, keine Ahnung, ist auch hier verpackt, Tank Battle, The Sims 2 Apartment und FIFA Football oder FIFA Fußball 2006 WM. Das war dann so die nächste Abteilung. Dann geht es jetzt sofort weiter mit dem nächsten Teil. So, und da sind wir wieder. Jetzt kommen wir schon zur dritten Schublade, die sehr, sehr voll ist. Die hatte wirklich auch mal wieder eine Brachjahre. So, ich klebe mich mal hinter, dass ich da wieder diese Antworten kann. Es ist ein bisschen schlecht, so zu zeigen, was da jetzt im Endeffekt alles drin ist. Aber ich versuche es euch irgendwie zu zeigen. Wir fangen einfach mal an, hier vorne. Ja, ich halte die Kamera jetzt mal so für euch. Mario Party 9, 8, Harvest Moon, das habe ich ausnahmsweise mal fast gar nicht gespielt. Dann natürlich, wie es sich in meine Zelda-Sammlung gehört, auch, so, ja, es ist ein bisschen schwierig zu zeigen für euch. Dann Legend of Zelda Twilight Princess, sowie Donkey Kong Country Returns, Red Steel 2, Wii Sport Resort, My Sims. Ich brauche es eigentlich im Endeffekt nicht alle vorlesen. Denn hier, Manhunt 2, einmal original verpackt, einmal nicht original verpackt. Super Smash Bros. Brawl sollte in jede Wii-Sammlung dazu können. Dann Zombie U, zusammen mit dem Stetze gekauft, letztes Jahr auf der Gamescom für 8 Euro oder sowas waren es, gell? Ja, 8,6, das ist ja egal. Dann Injustice nochmal, Assassin's Creed 3, weil ich auch mal das mit dem Tablet ausprobieren wollte. Ich zeig's euch sogar. Hier zu sehen. Ging das Ganze mit dem Tablet. Das war der Hammer. Ich habe es tatsächlich angespielt. Das macht einen heilen Spaß. Dann die Batman-Spiele, Lego City Undercover, Pikmin 3, weil ich Pikmin 1, 2, Nintendo Land, natürlich Wind Waker HD, Super Smash Bros. Wii U ist auch wohl logisch, Verteidigung, Luigi und Mario Kart 8, das habt ihr schon gesehen. Dann kommen wir jetzt zum paar Spielen von der PS2. Ich brauche es aber auch allen vorlesen. Es sind ein Haufen Spiele, ich zeige es euch einfach mal. Brauchen wir nicht genauer drauf eingehen. Dann da hinten, ihr seht, das ganze Ding ist komplett voll. Der Schrank hat um die 2 Meter Breite und das Ding ist komplett voll. Die coolsten Spiele, die dabei sind, sind hier hinten zu finden. Direkt mal Final Fantasy X, X2. Was haben wir noch? Harry Potter. Dann haben wir Need for Speed, Undercover, Carbon, Dragon Ball. Ich kann sie alle. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, weil ich es nicht weiß. Mein Großteil von meinem Bruder wurde einfach mal da reingesetzt. Für mich war wohl sehr lang gewinnen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Jetzt, wir haben es jetzt hier wie folgt. Wir haben hier und hier PS3 und hier oben PS4 wieder. Das heißt, ich mal erst die PS3-Abteilung. Geh auf die Tür. Also, ich kann euch sagen, das Zeug ist echt schwer. Schaut mal, das Ding ist einfach komplett voll mit Spielen. Dazu werde ich es auch ein bisschen mehr wieder erzählen. So, dann haben wir hier einmal Prototype 1 und 2. Beide, also um das jetzt mal zu erläutern, dass ihr es versteht. Ja, du gehörst nach da oben. So, grüner Punkt heißt, Spiel durchgespielt, komplett die Story. Und wie hier zu sehen, roter Punkt heißt Platin. Das heißt, ihr könnt auch auf meinem Kanal nachprüfen, ob ich tatsächlich Platin habe in dem Spiel oder nicht. Wir haben Prototype, wie gesagt, Prototype 1 und 2, beide durchgespielt. Hat tierisch Spaß gemacht und werde es vermutlich auch Platin machen. Soll nicht so schwer. Absolut Supercars habe ich natürlich auch angefangen. Der größte Mist, den ich je gespielt habe als Rennspiel. Dann hier Afrika. Es ist tatsächlich das Afrika mit Trophäen. Auch hoch selten. Alien vs. Predator. Dann habe ich Batman Arkham Origin. Beijing. Ihr wisst ja schon von vorhin, ich bin vom letzten Video, ich bin ein absoluter Olympia-Freak. Beyond Two Souls ist durch. Warum habe ich das eigentlich doppelt? Ich weiß sogar. Ach, das eine ist glaube ich nur ein Ding. Das ist das Steelbook.
Da ist aber keine CD mehr drin, weil ich es nicht mehr auspacken wollte. Und da ist die CD drin, das ist nur die Vorbesteller gewesen. Kann man das sogar sehen. Aber da ist die CD drin, weil ich das nicht mal rauspacken will. Dann Bioshock 1 und 2. Natürlich Blaze Blue. Habe ich ganz billig gekriegt. James Bond, Borderlands 1 und 2 in der jeweiligen GOTY Edition. Dann Borderlands the Pre-Sequel als Standardversion. Carnival Island, langweilig. Create habe ich angefangen, gebe ich auch nochmal eine zweite Chance. Dann Crysis 2 und Crysis 3 jeweils in der Limited bzw. Hunt Edition. Original verpackt ist Darksiders 1 und 2. Dark Souls 2 noch nie angespielt, original verpackt. Ich weiß aber auch nicht, wo es herkommt. Deswegen wundert es mich bis heute noch. Dead Island 1 durchgespielt. Dead Island Reptile nicht durchgespielt, nicht mal angefangen. Dann die Peggy-Reihe sogar. Hier seht's. Peggy und nochmal Peggy. Von Dead Space 1, 2 und 3. Ich wollte einfach die Peggy-Variante haben, weil es einfach viel, viel böser und skrupelvoller sind. Da haben wir hier Deadpool, was auch noch unbedingt spielen will. Dead Rising 2, einer meiner absoluten Lieblings-Zombie-Games. Weil ich einfach so ewig an dem Spiel gespielt habe. Und so viele Zombies, ich glaube, ich habe irgendwas um die 150.000 Zombies schon gekillt. Für mich 80.000, 90.000, für den Kollegen den Rest. Dann wollte ich natürlich das Spin-Off noch dazu haben mit Off the Records. Dann Lord of the Rings War in the North. Also wie bei uns dann Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Habe ich komplett durchgespielt, hat aber einen sehr, sehr großen Bug. Einen richtig großen Bug. Hier. Der kann euch darüber mehr erzählen, will aber wahrscheinlich jetzt gar nicht. Ja. Nein, das fängt einfach an, irgendwann in irgendwelchen Leveln auf die Punkte zu speichern, damit man weiterkommt. Das heißt, ihr kommt einfach irgendwann nicht mehr weiter. Wir waren beim. Wie heißt der Endboss? Ich will es gar nicht mehr. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich komme nicht weiter. Ja, zumindest. Ja, das Tor öffnet sich nicht. Der steht sie. Ist kurz vor Platin eigentlich. Wir müssen nur noch den Endboss killen. Das Tor zum Endboss öffnet sich aber einfach gar nicht mehr. Naja, müssen wir auch nochmal von vorne spielen. Dann Abenteuer von Aragorn, der Ringe, die Eroberung, Puppenspieler, Sims 3. Dann meine Lieblingsreihe natürlich. Dirt 1, 2, 3 und Showdown. 1 natürlich noch in der Steelbook Edition. 2 durch Platin, 3 durch Platin. Aber Showdown habe ich aufgehört zu spielen. Warum auch immer. Genau, weg. Jetzt haben wir hier noch Sing It, DJ Hero, Duke Nukem Forever, dann hier noch ein tolles Steelbook, ein Quantum Trost, iPad, so was braucht man, einen Schreibtischstuhl, weil jetzt tut man mal Rücken weg, jetzt haben wir mal so, dann Formel 1 bis 13, Alter, ja, schwierig zu sehen, ich spiele Fallout New Vegas, Far Cry 2, 3 und The Wild Expansion, wo allerdings der Witz dran ist, wo 1, 2, 3 und die Blood Dragon Erweiterung vom 3er mit drin ist. Das heißt, ich habe die Spiele doppelt. FIFA 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 habe ich noch nicht, macht aber nichts, kriege ich noch nachgeschmissen für 5 Euro. FIFA Street 3 habe ich tierisch Spaß dran gehabt. FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2010. Da kommt jetzt dann auch gleich noch das andere, das UEFA. Ah, das kommt dann später bei U. Also in der unteren Schublade, sorry. So jetzt. Dann haben wir hier noch Final Fantasy X und X2 in der HD Collector's Edition für die PS3. Original verpackt natürlich. Dann haben wir hier noch 13, 13 2, 13 3 fehlt mir allerdings noch. Kommt noch demnächst. Flirtgewitter, dann die God of War Collection. Collection 1, Collection 2. God of War 3 und God of War Ascension, zeige ich euch sogar, ist noch original verpackt in der Steelbook Edition. Ging nie an mich ran, das Spiel, ich weiß nicht warum. Germany's Next Topmodel, ich habe versucht auch ein Topmodel zu werden, hat aber nicht funktioniert, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Da, der könnte es eher schaffen. Naja, egal, zurück zum Thema, wir waren hier. Dann hier natürlich GTA 4, die Erweiterung, ihr seht GTA 4 Platin. War ein großes Stück Arbeit. Dann GT5, GT6, was nur ein Abklatsch von dem ist. So, was haben wir jetzt hier? Dann Harry Potter und der Orden des Phönix, Halbblutprinz, Phase 2, Heavy Rain. Das Spiel kommt als Remake für die PS4. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Durchzocken. Warte mal. Ich habe es eigentlich durch. Ich habe es durchgespielt. Warum habe ich da keinen grünen Punkt? Das gibt es nicht.
egal. Hitman Absolution, Hot Wheels, weil ich Hot Wheels Spiele mag. Infamous Collection aus Amerika. Da ist 1 und 2 drin und noch irgendwas ist, glaube ich, drin. Ja, hier können wir mal gucken. Kriegen wir es hin. 1, 2, Festival of Blood, Extra Mission und lauter so ein Scheiß. Das gab es nur in Amerika. Habe ich mir rüber schicken lassen. So, dann haben wir noch Invincibles, Just Cause 2 in der Limited Edition, Killzone 2 in der Steelbook Edition, Killzone 3 in der Steelbook Edition, Kung Fu Rider, habe ich immer noch nicht gespielt, obwohl ich so spielen will. Dann für alle, die sowieso hassen, LWS, Landwirtschaftssimulator. Mist, kann ich dazu nur sagen. Machen wir zu. Und ja, auch hier geht's weiter. Hier, das Let's Play Spiel. Schmeißen wir oben drauf. Dann haben wir hier noch Mass Effect 3, das spiele ich auch gerade mit Too Addicted. Und dann haben wir hier, hier wird es etwas schwieriger zu zeigen. Hier haben wir L.A. Noir, dann Lego-Spiele, Little Big Planet 1, 2 und 3 in sämtlichen Varianten. Weiß nicht genug war, habe ich auch noch London. Madden, das spiele ich gerne mit Freunden, einfach nur, weil keiner von uns das Spiel überhaupt kapiert. Mafia 2 in der Du war klar, dass du wieder lacht, aber... Dann Mafia 2 in der Collector Edition, ihr seht, es durchgespielt. Dann Mass Effect 1 und 2, den dritten habt ihr ja eben schon gesehen. Max Payne 3, was haben wir hier? Das Quiz. Dann haben wir Medal of Honor Limited Edition, Medal of Honor Warfighter Limited Edition. Die Metal Gear Solid, keine Ahnung wie die heißt, Legacy Edition, glaube ich. Auch original verpackt noch. Michael Jackson Experience, Mind Check. Mirror's Edge. Ich habe kein Platin geschafft, leider, weil ich eine blöde Trophäe nicht hingekriegt habe. Und es waren die 30 Sekunden Durchlauf, also Durchrennen, kriege ich einfach nicht hin, ich weiß nicht warum. Vielleicht hole ich es noch nach und dann werde ich es auch noch platinisieren. Egal, ich freue mich noch auf den nächsten Teil davon. Dann Mod Nation Racers, Movement Bender, Sky Heroes, NESCA 08. Was haben wir da? Ich glaube NBA oder sowas. NBA 2K13. Und dann natürlich Need for Speed. Komm her. In der Limited Edition NHL 10, 11, 12, 13. Paint als Retail-Variante. Dann Battle Also Royale. Dann Prince of Persia. Hier, Portal 2. Pure Rage, Anarchy Edition. Und natürlich noch, wie heißt es? Ich weiß es gerade nicht. Kannst du lesen? Red Dead Redemption. Resident Evil 5 normal. Limited Edition 6 normal. 6 Limited. Also Steelbook jeweils. Operation Raccoon City, was in Deutschland verboten worden ist. Resistance 2, Resistance 3. Einmal original verpackt, einmal ausgepackt. Dann Band Hero, Skylander. Also normal Skylander bis Skylander Trap Team. Das nächste kommt auch noch dazu. Dann Saints Row 3 und 4. Und Saints Row 2. Komm. So. Saints Row 2 ist auch noch dabei, habe ich ein bisschen eingeordnet. Dungeon, Whites, Snowboarding und eine ganze Palette Singster. Das können wir mal überspringen, inklusive Polski. Skate 1, 2, Skate 3 habe ich euch schon gezeigt. Dann Sleeping Dogs, werdet ihr gleich nochmal sehen. Sniper, Ghost Warrior, Sniper Elite V2 Silver Star Edition. Ihr seht, 1 heißt für Regionscode 1. Das heißt, das Ding ist aus Amerika, das ist die verbotene Version. Den Namen darf ich leider nicht nennen, aus Gründen, von Kundengründen, ist egal, die könnten trotzdem killen in diesem Spiel. Sorry, see Spec Ops The Line. Oh nein. 91% der Trophäen und kommt nicht weiter. Ja, keine Munition mehr. Split Second Video City, Sports Champion 1, Star Wars The Force Unleashed 2. Stimmt's, Wahrheit oder Lüge? Test Drive Unlimited 2. Hier auch nochmal einen Dank an den etwas anderen. De Bourreux. Ein Scheißspiel. Eye of Judgment werdet ihr auch nochmal sehen. Im dritten Teil. Time Shift. Habe ich mir geholt, weil ich es nochmal nachspielen will. Tom Clancy's Splinter Cell, die Trilogie. Tom Clancy's Hawks. Tom Clancy nochmal, Tom Clancy Ghost Recon, Future Soldier, Tomb Raider, Tony Hawk's Shred. Irgendwo legt sogar das Blatt dafür rum hier.
Topspin 3 und Topspin 4. Dann gehen wir hier noch in die Mitte. Dann fangen wir hier noch mit Uncharted an, U-Draw. Nochmal Uncharted Vancouver, weil wir immer noch nicht genug haben. Plotting. Dann haben wir hier noch Virtual Tennis Wanted. Dann die Wonderbook-Spiele, World Series of Poker, WRC2, W13, oder WW13 ist dazwischen. Kommen hier noch zu WRC3, X-Factor, Houston. Das ist die Collector's Edition von Dead Rising 2. Ja, Zombrex Edition habe ich auch. Super geil. So. Ach, so. Jetzt kommen wir zur Heiligen aller Heiligen Dinger. Ihr seht, das ist alles schon blau in blau. Das heißt PS4 und Vita. Wir fangen einfach mal an hier vorne. Angry Birds. Langweilig. Assassin's Creed 4. Platin Doppel Unity, weil ihr habt ihr gesehen, ich habe die beide Figuren. Dann Battlefield Hardline, Call of Duty Ghosts, Drive Club, Dying Light, FIFA 15, Infamous, Second Son und First Light, Just Dance, 14 Platin, 15 durchgespielt. Ja, ich brauche mich nicht weiter aufregen über Just Dance 15. Killzone, Shadowfall, Knack, Lego Spiele, jetzt habe ich sogar Platin, Metal Gear Solid 5, Ground Zero, ich werde mir das Endspiel nicht holen, vorerst nicht, Metro, Redo, Minecraft, Platin, Mittelerde, Mord des Schatten, nicht mal durchgespielt. Murdered Soul Suspected, Platin. Need for Speed Rivals, ist ausgepackt sogar. Plants vs. Zombie habe ich als Download, deswegen brauche ich es nicht auspacken. Hier habe ich ein Spiel ausgeliehen, das nennt sich Project Cars. Rabbit Invasion, die interaktive TV-Show, egal. SingStar. Skylander, Sniper Elite 3. The Amazing Spider-Man 2, The Crew. The Elder Scrolls Online. Tamriel Edition, Der Teufel in mir, der letzte von uns, The Walking Dead Season 1 und 2, The Witcher 3 Wild Hunt, Thief, Tomb Raider noch einmal, Trials Fusion, Watch Dogs, Wolfenstein, The Old Blood und The New Order, Worms und da ist nochmal das Sleeping Dogs. Dann haben wir hier nochmal zwei Spiele, letztlich Little Big Planet 3 und Destiny. Call of Duty, Destiny, Watch Dogs, Rainbow Six Siege und, also nicht wundern, das sind die einzigen zwei Spiele, die drin sind, alles andere sind nur Vorbesteller oder Ding. So, jetzt kommen wir noch schnell zur Vita-Fraktion, Tearaway durch, MXGP durchgespielt, bin kurz vor Platin, dann Dead or Alive, ich zeige jetzt aber nur noch schnell die besten Spiele daraus, weil echt nervig. Assassin's Creed natürlich, Harry Potter durchgespielt, was haben wir da noch, Army Corps of Hell, dann meine Lego-Fraktion mit 4 Spielen, was ist Borderlands dazwischen sucht, weiß auch noch keiner, Gravity Rush, ach da ist noch das 5. Lego-Spiel, Jack and Dexter Trilogie natürlich, Wipeout Most Wanted, Platin, Formel 1 durchgespielt, Minecraft Vita ist, steht jetzt auch dann kurz davor, durch ein Platin zu haben. Was haben wir denn noch hier? WRC 4, WRC 3 ist gerade bei meinem Kollegen, das ich dann auch bald wieder habe. Little Big Planet auf der Vita habe ich auch durchgespielt. Und natürlich Killzone Mercenary durch. Was haben wir hier noch? Final Fantasy X und X2. Hier habe ich es aufgemacht, weil ich hier drüber durchzocke, nicht auf der PS3. Und die Amazing Spider-Man. So. Jetzt machen wir das Ganze einmal. Nochmal grüßt euch. Winke mal. Juhu. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal andersherum. Jetzt kommt noch hier das große Schreibtisch-Event. Einmal hier, Xbox One, das Spiel, das ist zurzeit Let's Play für euch. Controller, ein Sony Bravia 32 Zoll, nicht HD, doch Full HD, sonst nichts. Achtung, ein kleines Ding, wir gucken einmal über den Fernseher. Da hinten auf die Xbox 360 mit zwei Controllern zum Spielen und die andere Bossbox Boom. Dann haben wir hier mein iPad, ihr seht uns, schaut, sieht wunderbar aus. Dann hier mein Thomann Mikrofon, mit dem ich aufnehme für die Let's Plays, super cool. Dann hier ist der Standardständer für die Liquia, mit der ich filme.
sind meine zwei Assassin's Creed Bücher. Ich muss eins vorstellen in der Schule. Deswegen habe ich auch eigentlich mein wunderbarer Acer Laptop. Hier meine Aufgaben, die ich noch zu tun habe. Dann hier mein nächstes Platin-Spiel. Steht extra hier in der Ecke. Hier haben wir noch eine PlayStation 4 in Weiß. Controller. Stecker für das Pulse-Headset. Mein kleiner Cutter-Row-Ding. Und noch meine kleine Yamaha-Anlage von meinem Bruder. Ich arbeite mit einer Logitech G, schieß mich tot. G125. Die kann leuchten. Schaut. Kann leuchten. Dann spiele ich mit einer Logitech G. Keine Ahnung, was wie viel es mir hat. Gell? Ansonsten ist das Ganze auf meinem super Schreibtisch zu sehen. Inklusive meiner Mario Kart in der Lage. Ansonsten haben wir hier oben drüber Ghost Raccoon. Einmal Infamous und Battlefield. Ein komisch gucken, den stehen ziehen. Ja gut, dann noch mein kleines Standlicht. Dann turn around. Das war's dann auch mit dem zweiten Teil von mir. Ich habe euch jetzt meine Spiele gezeigt. Ich habe verdammt viele, ihr habt es gesehen, das sind immer noch nicht alle. Hier hinten könnt ihr schon sehen, hier geht alles weiter. Das kommt im dritten Teil jetzt dann. Der große Chiller-Raum nenne ich das Ganze, wo man Videos guckt, wo mein großer Mega-Fernseher steht und alles. Ansonsten war es das jetzt, wie gesagt, mit meinem zweiten Teil. Meine Spiele, mein Arbeitsplatz. Und noch einmal ganz kurz für euch, dass ihr wisst, auch mit was ich aufnehme. Ich habe hier die Elgato Game Capture HD. So, das war's. Jetzt haben wir's. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Teil. Euer Meist. Servus.